In Fladnitz an der Teichalm, mitten im Naturpark Almenland, liegt der Gasthof Donner und der dazugehörige Fischteich. Ein idealer Ausgangs- und Zielpunkt für Genießer und Erholungssuchende. Hier werden im eigenen frischen Quellwasser und mit Biofutter die Fische gezüchtet, für die der Gasthof besonders bekannt ist. Aus dem Teich direkt in die Küche. Grüß euch, ich bin die Claudia und ich zeige euch heute, wie man einen Fisch richtig filetiert. Wir haben da jetzt küchenfertige Forellen aus unserem Teich, gerade frisch rausgefangen. Hinter den Kiemen wird jetzt einmal geschnitten. Wir richten jetzt unsere Fischfilets zum Braten. Dazu tun wir es auf beiden Seiten würzen mit unserem speziellen Fischsalz. Besteht aus Salz, Pfeffer und Zitrone. Die Fischfilets werden jetzt in Fischmehl gedreht und zwar nur auf der Hautseite. Das Fischmehl besteht aus Bröseln und Mehl. Der Fisch wird jetzt so lange auf der Hautseite braten, bis er fast durch ist. Dann wird er einmal kurz gewendet und dann auf den warmen Tellern angerichtet. Jetzt fehlen nur noch die Beilagen. Grüßt euch, ich bin die Jasmin und ich zeige euch jetzt die Beilagen zu unserer Almenlandforelle. Da haben wir schon unser Wurzelgemüse vorbereitet und zwar sind es gelbe Rüben, Karotten und Sellerie. Das Ganze lassen wir jetzt ca. 3,5 Minuten kochen. Bissern braucht es noch. Zur gleichen Zeit machen wir da gleich unsere Petersilienkartoffeln. Und somit sind unsere Beilagen fertig und jetzt können wir anrichten. Und damit wirklich nichts den Genuss stört, gibt's bei Donner natürlich auch ein großes Kinderspielzimmer. Und wie wär's anschließend mit Safari-Kegeln? Der Gasthof Donner ist ein beliebter Zwischenstopp für Busausflugsfahrten. Bestes Essen, Spaß und Spiel, ausreichend Platz. Was will man mehr? Auch Aktivurlauber sind hier richtig. Eine Top-Adresse für Genuss und Gemütlichkeit.